Wir werden heute ein Krimineller in Fortnite, nämlich im Crime-Tycoon. Die Polizei jagt uns, wir bekommen Sterne und wir müssen verschiedene Läden überfallen, um richtig viel Geld zu verdienen, um Millionär zu werden. Und wer am Ende den Tycoon schneller durchgespielt hat, bekommt 10.000 V-Bucks. Ready to study! Let's go! Wir sind hier im Crime-Tycoon, wo wir ein krimineller Hacker werden, Bro. Und ich sag dir, wir werden richtig kriminell, ne? Wir müssen nachher Banken alles überfallen. Seven, ich hab wie ein Schwein hier. Es sieht aus einfach wie du. Ich kann's nicht glauben, Bro. Ich kann's nicht glauben. Hä? Das sieht einfach aus wie dein Papa. Ah, oh ja, okay, Leute, guck mal. Seven gilt auf Elternteile, Alter, wie krank das ist. Also, Bro. Du gehst immer auf meine Mutter. Bro, also auf Elternteile zu gehen, das ist geil. Das geht zu weit, ne? Krank, Bro. Das geht zu weit. Ich bin meine Polizei, die Polizei ist hinter mir her. Die Bullen. Leute, wir können jetzt hier so einen Happy Carrot Laden aus. Wirklich, sind die Cops wirklich bei dir? Ja, Bro, ich muss jetzt jemanden überfallen, ne? Warum sind die Cops bei dir? Ich überfall jetzt. Ich klaue jetzt auch gerade eine Kasse, Bro, hä? Ja, ich habe auch gerade eine Kasse geklaut. Ich muss jetzt das ganze Geld, glaube ich. Junge, wir müssen das bei uns in die Tresoren reinmachen. Oh mein Gott, das sind 5000 Dollar. Oh mein Gott. Ich knall grad die Bullen ab. Oh mein Gott, die war die Polizei. Junge, ich hab einen Stern. Mayday. Ich auch. Oh Gott. Oh, ich muss weg. Ich bin einfach der ein Fortnite. Junge, das gibt's doch gar nicht. Junge, was ist hier denn los? Also, Sam, wer der größte Kriminelle wird und alles freigeschaltet hat, bekommt 10.000 V-Bucks. Bist du bereit? So sieht's aus. Ich bin sowas von ready. Let's. Okay, Leute, wir haben hier unser Geld abgeliefert. Also, wir müssen die Überfälle alles machen, um natürlich richtig viel Geld zu verdienen. Und, warte mal, Ammo-Box. Okay, Ammo-Box ist wichtig. Das brauchen wir natürlich hier. Schön unendlich Munition. Hacking-Table. Oh mein Gott, das hört sich krass an. Das hört sich richtig krass an. Ich glaube, Leute, mit diesem Hacking-Table können wir nämlich ein Autohaus hacken oder irgendwas hacken, was halt geisteskrank viel Kohle bringt. Deswegen, wir werden mal kurz hier 7.000 Dollar brauchen wir einmal. Zack, 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 zack. Hier schön aufs Schweinchen schießen. So, Hacking Table. Oh. Oh, Leute, guck mal. Junge, wir können damit alle großen Stores hacken. Okay, ich sag euch ehrlich. Okay, zack, zack, zack. Zack, zack. So, zack, 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 zack. Oh mein Gott, das ist schwierig, Leute. So, zack, 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 wir haben es gehackt. Yo, wir können jetzt größere Stores. Wir haben jetzt das erste Level freigeschaltet. Okay, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich brauche aber unbedingt neue Waffen, Leute. Hier können wir noch so eine Pipe freischalten. Was ist das denn? Secret Base. Boah, ey, Leute, das ist ja voll geil gemacht. Junge, wir werden einfach der größte Kriminelle, den es gibt. So, einmal das hier. Hä? Okay, das ist geil. Wir können einfach durch den Untergrund gehen und können damit schneller zu Geschäften kommen, dass wir noch mehr Geld verdienen. Ey, Bro, den Shop überfallen. Ey, der ist so krass Geld gemacht, ne? Der ist richtig krass gemacht. Der ist richtig heftig. Also das ist hier, was wir alles machen können. Ich sag dir nur eins. Du wirst niemals so ein... ich hab schon mittlerweile Dings freigeschaltet, ne? Bro, bei mir ist das FBI hinter mir her, ne? Ach du grüne Leune, es gibt eine fliegende Insel. Ja, und die habe ich schon freigeschaltet. Die kannst du doch gar nicht freischalten, Junge. Weil der Helikopter erst in 39 Minuten verfügbar ist. Die habe ich schon freigeschaltet, die Insel. Ey, Leute, er redet... Ich habe jetzt einen Gulli freigeschaltet, womit ich zu den Stores kommen kann, besser überfallen. Leute, ich sag euch, das meiste Geld bringt, glaube ich, die Bank. Ich gehe in die Bank rein. Oh Gott, die Polizei ist hier, Leute. Die Polizei ist hier. Ich muss direkt rein. Ich muss direkt rein. Nein, ist verschlossen. Bro, die Bank ist doch verschlossen. Okay, easy, 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 Freunde. Wir sollten vielleicht nicht in die Bank rein zuerst. Die Bank ist wahrscheinlich noch eine Nummer zu groß für uns. Okay, die Polizei ist hier überall. Was ist das hier? Was ist das hier? Hack ATM? Ich brauche C4, Leute. Okay, gut, dann rauben wir erstmal hier lieber den Juwelier aus. Oh, let's go. Guckt euch diese Klunker an. Ja, das ist crazy. Leute, das ist komplett crazy. Das ist komplett crazy. Wie viel Geld bringt das? Junge, wie viel Geld bringt das bitte? Junge, pro Dings 5000. Okay, 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 vorbei. Das ist ja komplett vorbei. Okay, alles gut. Wir müssen ein bisschen verdeckt hier handeln, Leute. Guck mal, Freunde, wir haben jetzt schon 25.000, ne? Okay, wir haben noch 30 Sekunden. Da ist noch ein Tresor. Den müssen wir auch noch... Oh, Tresor. Nein. Junge, wo gibt's den Schlüssel, Leute? Wo kriegen wir den Schlüssel her? Der ist wahrscheinlich auch irgendwo versteckt. Und dann können wir den Tresor hier einfach öffnen. Junge, wie viel Geld muss denn da drin sein? Okay, da ist noch Polizei, Leute. Ich muss hier aber weiter klauen. Wir haben nur noch 10 Sekunden. Ich muss so viel wie möglich mitnehmen. Komm. Hier. Nimm mit. Sehr gut. Und das hier auch nochmal mitnehmen. Das letzte, Leute, komm. Ich schaff's. Let's go. Wir haben es geschafft. Okay, Freunde, wir haben jetzt 55.000.
in der Dings hier in der Tasche. Wir müssen das schnell wegbringen. Schnell in unseren Bunker reinbringen. Okay, ey, Bro, hast du schon die Secret Base? Ich sag nur, Security ist richtig viel unterwegs. Gerade Polizei ist richtig viel unterwegs. Okay, aber hast du schon den Secret Dinger? Nee, hab ich noch nicht. Krass. Das ist krass, dass du die Secret Base schon hast, ne? Ja, okay, das ist. Ja, ist krass, ne? Das ist wirklich heftig, Leute. So. Oh mein Gott, Alter, die Secret Base. Oh, was ist das denn? Was? Oh mein Gott, Leute! Der macht sich einen Weg zur Bank! Ja, okay, das ist heftig. Unser Drill. Purple Pickets, was ist das denn? Junge, man kann ihn der. Nein. Nein. Nein, Leute, wir haben eine illegale Waffenfabrik. Die hier nochmal. Und diese Waffen verkaufen wir alle. Und was ist das hier? Digital Farm? Damit können wir wahrscheinlich hacken noch zusätzlich. Okay, gut. Okay, das Ding ist sehr, sehr krass. Das Ding ist, ich brauche 5000 Coins davon. Ich muss das unbedingt freischalten. Und unser Dings hier läuft aktuell zur Bank. Nicht. Geht also nicht. Ich sag dir ehrlich, was ich hier freigeschaltet habe, das ist. Ich sag dir, das geht auf keine Kuhhaut. Mehr sei. Ich glaube, wir müssen das Geld jetzt zurückbringen, sonst schaffen wir es nicht. Also, ich sag dir so, wie es ist. Ich habe schon Juwelier überfallen, ich sag's dir. Ja, das habe ich auch schon. Ja, nein, hast du nicht. Doch. Ich war doch im Juwelier gewesen, hab dich da nicht gesehen. Ja, ich bin gerade da gewesen. Nein. Alter, schnell. Okay, ich mach jetzt. Ich sag nur eins, ich mach gerade illegales Bitcoin-Mining. Das ist echt illegal, ich mach damit. Ich mach hier Bitcoin-Mining gerade vom Feinsten. So, zack. Oh. Reload Ammo. Okay, das ist. Also meine Secret Base ist krank. Ey, das ist ja so heftig gemacht. Wir haben hier oben quasi unseren Geldvorrat. Fenster können wir hier kaufen. Stairs in die nächste Etage. TV, okay. Ich muss erstmal nach und nach. Ich glaube, ich muss einen Überfall machen. Wir müssen einen Überfall machen, hundertprozentig. Und ich gehe dafür ins Autohaus rein. Nein, wir müssen neu hacken. Okay, das war jetzt nicht so clever gewesen. Das war jetzt wirklich nicht so clever gewesen. Weil ich muss erstmal die neuen Gegenstände wieder aufhacken. Okay, so. Bam, 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 bam. Zack, erster Hack. Bam, 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 bam. Guck mal, wie schnell ich das hacke, Leute. Bam, 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 bam. Zack. So, gehackt. Easy. Junge, es gibt sogar ein Hacking-Table. Okay, crazy. So, wir gehen rein. Ins Autohaus. Aua, ey! Der eine hat mich hier fast überfahren. So. Oh, goldene Autoteile. Ich bin gespannt, was die bringen. Ja, ich glaube, ich sag euch ehrlich, also, ich muss natürlich überall mal klauen, weil wir quasi ein Hacker sind oder beziehungsweise ein Krimineller. Aber ich glaube, Juwelier bringt am meisten. Bro, das ist Devil, Leute, das ist Devil. Bro, ich hab seine Dings geklaut. Bro, hör auf, Digga! Junge, ich bin größerer Krimineller, wie du es bist. Alter. Digga, hör mal auf, mich abzuknallen. Nö. Wie Bro, er fängt wieder mit dieser Sachen ja, an. Ich heul doch. Ja, ich bin er fängt wieder damit an, Leute. Stani muss wieder unfair spielen. Okay. Unfair spielen? Junge, das ist ganz normal. Das macht man die so. Die Tour. Okay. Alles klar, Bro. Dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich Bescheid, mein lieber Mann. Du willst die Tour spielen? Gar kein Problem. So, ja. Wir können die Tour gleich gerne weiterspielen, mein Freund. Ja, dann komm doch her, Junge. Komm doch zu meiner Base, wenn du dich traust. Komm ich auch gleich. Ja, aber du traust dich nicht. Komm ich auch meine gleich. Meine Base ist mittlerweile so ausgebaut. So, zack, weg mit euch. Weg mit euch. Sag, wenn du da bist, dann... Digga, wie viele Polizei... Alter, okay. Wie viel Polizei ist hier? Alter! Bro, wie viel Polizei ist hier mittlerweile? Ich habe mittlerweile richtig viel Polizei gerufen. Oh mein Gott. Boah, ist zu viel Polizei. Das ist krass, Leute. Das ist krass, Leute. Okay, das ist sehr Digga, krass. Wie viel Polizei ist hier? Also, ich kann dir dazu nichts sagen, aber ich kann dir dazu nur sagen... Alter, okay. ...dass hier geisteskranke Geschichten bei mir passieren. Geisteskranke Geschichten. Also, ich sage euch, wie es ist, Leute. Die Polizei ist zu krass. Hat sich die Polizei gerade platt gemacht? Die Polizei ist zu crazy. Oh, die Polizei hat den kleinen Cevellino platt gemacht. Oh, das ist ja geisteskrank. So, das hat Stani natürlich noch nicht gemacht, Leute. Das hier, boom. Okay. Ja, Leute, das habe ich noch nicht gemacht. Also ich sag dir nur so, wie es ist. Ich bin tausendmal weiter, wie du es bist. Er hat noch nicht mal die digitale Farm. Okay. Was? Jetzt ist freigeschaltet?
Ja. Ah, crazy, Leute. Crazy. Also ich mache... Er hat nur nicht die digitale Form. Okay, ich will eine Frage dir stellen. Wenn ich darf. Aber du musst sie beantworten. Na, kommt drauf an, was Wie ist. Wie viel Digital Coins machst du gerade? Kann ich dir nicht verraten. Okay, seht ihr, Leute? Und da merkt man wieder... Kann ich dir nicht verraten. Da merkt man wieder, wie schlecht Sevelino ist. Also das Kann ich dir krank. Nicht verraten. Das ist wirklich sehr, sehr krank. Leute, ich gehe auf jeden Fall ins Juwelier rein, weil Juwelier bringt am meisten. Also Juwelier bringt... Guck mal hier, wir kriegen jedes Mal... Obwohl, Autohaus hat ja gerade auch 40.000 Dollar gebracht, ne? Ich frag mich nur... Ich glaube, Autohaus geht sogar schneller, aber... Irgendwie sind wir da schnell wieder rausgeflogen. Weil Seville... Ah, Bro, ich habe das Geld von Seville noch bekommen. Deswegen. Seville, wusstest du eigentlich, dass ich ein Geld bekommen habe, wo ich dich gehealt habe? Ja, alles gut. Also, das sah nicht so gut aus. Und ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass ich sogar schon mittlerweile mehr Kopfgeld habe, wie du es hast. Aha. Wie viel Prozent hat denn dein Bohrer bis jetzt? Mein Bohrer hat schon 15%. 15%, obwohl du nach mir die Secret Base hast. Ah, ja, klar. 15%. Und wie viel hat dein Bohrer? Okay, Bro, weniger, 13. 13% nur, oh Gott. Meiner hat 13%, Also du denkst aber auch, der Bohrer bringst, ne? Wenn ich den vorher den Teil... Bro, du weißt schon, dass beim... Ja, egal, er checkt's nicht. Ja, bank. So, Freunde, ich klaue jetzt auf jeden Fall hier ein paar GTA 6 Spiele. Leute, ich glaube, ich will mal kurz gucken. Guck mal, ich will mal kurz die Polizei... Ich frag mich, was passiert. Oh mein Gott, 3 Sterne. Oh mein Gott, ich muss unbedingt die Cops eliminieren. Umso mehr Cops ich eliminiere, umso mehr Sterne kriege ich, umso höher ist der Multiplikator. Okay, wir haben 3-fach Multiplikator. Das ist geisteskrank. Okay, das ist wirklich geisteskrank. Jetzt ist natürlich viel mehr Polizei im Umlauf. Aber wir machen mal 3 Geld. Das ist heftig. Und wenn ich jetzt noch das Geld abgebe, die Frage ist, ob ich darauf auch mal 3 Dollar bekomme, ne? Das ist halt die Frage. So, wir gehen mal rauf hier. Okay. Ah, okay. Ich glaube, Junge, 60.000 Dollar haben wir gerade bekommen. Okay, mein Geld... Bro. Schnell in die Base, Leute. Schnell in die Base. Seville rastet aus. Oh! Oh, wie er abhaut, weil der kleine Stani Angst hat. Ich hab doch keine Angst, du kleines Baby. Warum bist du dann gerade abgehauen? Ja, weil ich gerade hier ein paar Sachen erledigen muss bei mir in der Base. Aha, du musst gerade ein paar Sachen erledigen bei deiner Base. Ja, weil ich hier gerade noch zu tun habe. Ich habe keine Zeit, mich um so ein Baby zu kümmern, wie Seville. Er haut ab, weil er Schiss hatte. Oh, okay. Hä, was redest du? Ist okay. Er hatte einfach Angst, Leute, gegen uns zu fighten. Aber gut, Stani, jetzt kennen wir natürlich. Du redest so Müll. Ja, Leute, ich hatte jetzt nicht Full Life, deswegen brauchen wir jetzt auch nicht in Fight mit Seville reingehen. Ich werde gleich in Seville mit Seville gegen Seville fighten. Aber erstmal haben wir hier noch unsere Belohnungen, Leute. Okay, wir haben alle Belohnungen abgeholt, haben nochmal Geld bekommen. Perfekt, ich werde mal hier die Windows weiter ausbauen. Ich glaube, ich muss hier die obere Base auch erstmal fertig machen. Sofa, Garage, okay. Ja, ich weiß nicht, was clever ist. Ich glaube, ich sollte lieber unten auf die Farmgegenstände gehen. Ich glaube, die bringen am meisten. Aber warte mal. Junge, wir müssen unbedingt 3 Sterne wiederholen. Wir müssen 3 Sterne holen. So, also ich sag euch, ich muss auf Polizeijagd gehen. Oder warte, wir können das eigentlich parallel machen. Ich hack hier einmal wieder was. Und dann gehen wir nochmal ins Autohaus. Ich glaube, das bringt halt echt am meisten. Boah, das ging ja schnell. Sehr gut, schnell einmal gehackt hier. Und wir gehen nochmal ins Autohaus, weil ich glaube, das war halt am lukrativ. Oh Gott. Okay, guck mal hier. Also wir machen jetzt gerade... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich habe so viel Leben verloren, Leute. Ich will unbedingt noch mehr Leben. So, ich klaue jetzt mal hier die ganzen Geschichten. Zack. So, oh, 10.000. Junge, Autohaus ist, glaube ich, echt das Krasseste, ne? Guck mal, wie viel wir hier machen. Wir machen hier, klar, im... Oh mein Gott. Wir haben Seville wieder eliminiert. Oh, Baby Seville. Ich hab dich gerade nicht gesehen. Bro, gut. Baby Seville. Bro! Oh, Baby Stani. Ja, okay. Willst du jetzt wirklich diesen Krieg anfangen? Oh, Baby Stani okay. ist gestorben. Bro, wenn du jetzt meine Tasche klaust... Okay, Leute, er will diesen Krieg anfangen. Er kriegt diesen Krieg. Okay. Bro. Ja, er hat sich wahrscheinlich irgendein Slurp-Dings geholt oder so. Ja, ist egal. Ich muss Controller anschließen zur Not, Freunde.
Dieser eklige, Freunde. Ist okay, wenn Seville das jetzt hier so machen will, dann werde ich jetzt aber auch unfair spielen. Gut, wir gehen runter. Ich werde hier weiter... Warte mal, das noch nicht ausbauen. Ich muss unbedingt hier Ventilatoren. 125.000. Slurper. Warte mal, das wäre auch... Oh mein Gott. Drink hier? Bei... Oh mein Gott, okay, Jackpot, 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 Leute. So, wenn Seville jetzt kommen sollte, dann wird er nämlich sein blaues Wunder erleben, weil wir jetzt nämlich Slurpsaft haben. Und wir haben jetzt auch wieder Full Life, ne? Wir hatten nämlich die ganze Zeit kein Leben gehabt. 160 Leben haben wir jetzt wieder. Und das heißt, wir müssen auf unsere nächste Hacking-Tour gehen. So, einmal hier alles freigeschaltet. Rein in den K-Hub. Weil das bringt definitiv am meisten. Okay, ich muss mich jetzt hier ein bisschen mehr verstecken, weil ich Angst habe, dass wieder Seville aus der Ecke kommt. Also, Bro, ich sag dir ehrlich, Seville, du hast hier gerade einen Krieg angefangen. Was denn für ein Krieg? Leute, wo bin ich? Nein. Bro? Alles gar nicht so einfach hier. Okay, 6 von 10. Ja, Bro, ich habe Geld verloren, Leute. Ich bin einfach durch die Welt geflogen. Nein! Nein. Ja. Das ist gar nicht so einfach hier. Hast du schon den... Oh, Leute, wir sind einfach durch die Welt geflogen wegen einem Bug, Alter. Was war das denn gewesen? Aber es ist nicht so schlimm. Ja. Was habe ich? Was hast du gesagt? So den Skistand freigeschaltet hast. Ach, Bro, bitte. Ey, Seville, das habe ich alles seit 10 Minuten freigeschaltet. Aha, bitte rede okay. Doch nicht. Bitte rede nein! Doch nicht. Nein! Also, ich will dich jetzt... Was? Nein. Ich will dich jetzt nicht haten, aber... ich bin gerade sogar durch... Von 10. Ich bin gerade sogar durch die Welt geflogen... Und bin ach, Digga, ich rast gleich aus. Ding, was rastest du aus? Oh, warte mal, Leute. Leute, ich muss, guck mal hier, warte mal, ich will mal jetzt was testen kurz. Ich will mal kurz die Polizei eliminieren. Ich glaube nämlich... Warte mal, ich muss die Polizei eliminieren. Ich hab nämlich eine krasse Vermutung. Oh Gott, da war ein Juggernaut, Juggernaut. Bro. Bro. Damage macht der. So, guck mal, wir haben jetzt mal 3. Wir haben jetzt mal 3. Ey, Bro! Junge! Jetzt reicht's, Bro. Jetzt reicht's, jetzt reicht's, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Junge, dieser eklige Esel, Bro. Also jetzt reicht's wirklich langsam. Ich werde jetzt nur noch auf Seville gehen. Ich sag's nicht so, wie es ist. Level 2? Okay, aber hat sich das jetzt... Ah, wir haben jetzt Level 2. Okay, mal gucken. Okay, Leute, wo ist er? Bro, er ist wieder abgehauen, er ist wieder abgehauen. Okay, warte mal, ich wollte jetzt gucken hier. Wir haben jetzt mal 2 und jetzt müssten wir hier auch mehr Geld machen. Jetzt müssten wir hier mehr Geld machen. Ja, okay, wir machen mehr Geld. Umso höher unser Fahndungslevel ist, umso mehr Geld machen wir bei Diebstahl. Und das ist natürlich ultra wichtig. Wir brauchen 3 Sterne. Okay, wir haben 3 Sterne, Leute. Wir haben 3 Sterne. Ey, Bro. Hä? Jetzt muss ich das wieder hacken, Leute. Nein. Oh, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Oh, das kostet jetzt natürlich so viel Zeit gerade. Holy moly. Ja, Wanted Level decreased. Okay. Okay, ich dürfe nicht in den Store reingehen. Ich muss das, bevor ich in den Store reingehe, muss ich das machen, Freunde. Ja, ist nicht so schlimm. Wir haben es jetzt gecheckt und das wird Seville gar nicht herausgefunden haben. So, jetzt werde ich erstmal hier unsere Ventilatoren upgraden. Dass wir nochmal schneller Geld machen, glaube ich. Ja, obwohl, die bringen gar nichts, glaube ich. So, hier nochmal. Das bringt auf jeden Fall nochmal viel mehr Geld. Und Minion. Oh mein Gott, Leute. Unsere Waffenproduktion ist aber hier... Guck mal hier, was wir für Waffen machen mittlerweile. Wir machen riesengroße Waffen. Und unser Bohrer läuft auch. Unser Bohrer läuft und läuft und läuft. Das ist sehr, sehr gut. Einmal nach oben. Zack. Gehackt haben wir ja schon. Ich brauche halt unbedingt hier nochmal. Ist Seville da hinten gerade? Nee, das ist Seville gerade nicht. Okay, gut. Ich brauche unbedingt... Bro, warte mal, eigentlich müsste ich zu... Oh Gott, ich habe einen Plan, Freunde, ich habe einen Ultra-Plan.
Okay, ich muss hier einmal. Hier jetzt. Wir haben drei Sterne. In den Juwelier rein. Oh nein. Okay, wir machen 15.000, Leute. Oh mein Gott. Guck mal, wie viel Geld wir jetzt machen. Okay, das ist crazy, Leute. Mit 3 Sternen. Wir machen gerade 60.000, haben wir gerade. Ja, mit 3 Sternen ist crazy. Okay, wir haben es herausgefunden, wie es geht. Guck mal, ich habe jetzt 90.000 dabei. Ich dürfe jetzt nicht sterben. Ich muss hier undercover bleiben. Boah, nicht, dass Savile jetzt kommt. Okay, Leute, wenn jetzt Savile kommt, dann war echt ein Problem. Wir haben gerade 150.000 dabei. Okay, ich muss rein, Leute. 150.000, 150.000, 150.000, 165.000. Oh mein Gott! Oh Gott, ich habe außerdem die zweite Base geholt. Aber das ist ja krank, Leute. Das ist ja unnormal krank. Junge, wie viel Geld hatten wir gerade gemacht? 165.000, ich brauche auf jeden Fall nochmal einen Slurpsaft. Weil das, Junge, wir müssen 3 Sterne machen, dann reingehen und dann das Geld abgeben. Das ist ja komplett die Meta. Aber ich brauche Full Life, das ist mir zu viel Risiko gerade. Ey, warte mal, Armor. Armor ist gut eigentlich. Armor, Schild. Ah, okay, wir können ja auch Schild freischalten. Hier kann ich mich heilen. Ja, okay, das ist jetzt gerade komplett crazy. Guck mal, wie viel. Leute, wir haben jetzt 200 Schild. Wir haben jetzt 200 Schild. Guck mal, hier nochmal rein. Und jetzt können wir easy Überfall machen. Mit 3 Sternen. Und nochmal 200.000 machen. Und Savile fightet da gerade. Savile fightet hier gerade, glaube ich. Boah, ich kill ihn jetzt, Leute. Bro, er hat eine Maske auf, Leute. Ich muss ihn daran hindern. Ich muss unbedingt nächstes Mal Controller anschließen, Leute. Ich bin so schlecht mit Maus und Tastatur. Er kommt hier nicht raus, Bro. Ich werde ihn so hindern. Baby Savile! Ich hab dir gesagt, Bro, spiel nicht mit mir dieses Spiel. Du willst das Spiel spielen? Spiel nicht mit dir dieses Spiel. Das Ding ist, hast du gerade schön dein ganzes Geld verloren? Oh. Alles gut, Bro. Alles gut. Oh. Wenn du die Schiene spielen willst, können wir das gerne machen. Hast du gerade dein ganzes Geld verloren? Manometer, Zitronenpeter, das ist ja traurig, du. Das ist ja traurig. Oh, hast du dein ganzes Geld verloren gerade? Ist gar nicht so schlimm, weil ich bin eh viel weiter als du. Du bist viel weiter wie ich. Ja, natürlich. Bro, ich bin viel, viel weiter als du. Ja, du bist viel weiter. Bro, ich mach 1000 Gold die Sekunde. Wie viel machst du? Bro, 1000 Gold mach ich schon ewig, Junge. Wann denn? Oh mein Gott, ich mach grad 2000 Gold die Sekunde, Bro. Was redest du? Alles klar. Ja, ist so. Ja, Bro. Alles klar. Leute, also guck mal, ich sag euch, guck mal, ich hab grad gemerkt, Savile checkt das auch noch nicht mit dem Geldklauen, dass man quasi erstmal die Polizei 3 Sterne machen muss, um dann viel mehr Geld zu haben. Also er macht angeblich 1000 Dollar die Sekunde, glaube ich nicht. Weil wir haben ja unten, guck mal, wir haben ja unten jetzt gleich schon alles gekauft. Oder er hat das schon mit den Minions da hinten. Aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Guck mal, nein, er hat niemals Level 2 schon, Leute. Das kostet 225.000. Okay, wir müssen uns einmal hier im Schild Dings hinstellen. Hier, Schild einmal. Okay, es dauert ein bisschen hier. 5 Leben pro Sekunde. Ich könnte die noch upgraden. Die Frage ist gerade nur, soll ich die Shooting Range kaufen? Vielleicht ist die irgendwie Hall of Fame. Ich komme mal die Shooting Range. Okay, start Shooting. Ja, das bringt ja gar nichts. Oh doch, das bringt... Bro. Okay, ja, das bringt auch noch mal ein bisschen Geld, aber ist jetzt auch nicht so krass eigentlich. Workbench. Hall of Fame, was ist das hier? Ah, lol. Lol. Mr. Money. 3x mehr Geld. Next Mason 50. Oh, Leute, ich muss 50 Überfälle machen.
Okay, das ist crazy. Jump plus 1 HP jede Sekunde. Okay, das ist eine gute Maske. Das ist eine sehr, sehr gute Maske. Plus 1 HP jede Sekunde. Ja, ist okay. Man kann hier verschiedene Masken freischalten. Geil gemacht, muss ich sagen. Aber ihr seht auch 800... Nee, also ich bin mir sicher, Freunde. Er macht niemals mehr wie wir. Niemals. Guck mal hier. Wir haben jetzt hier nochmal digitally... Oh, guck mal, wie das aussieht jetzt hier. 115 machen wir jetzt hier pro Sekunde. Und unten machen wir auch nochmal Geld. Wir haben Full Life. Okay, ich werde das nochmal komplett Überfall machen. Bevor wir aber den Überfall machen, müssen wir natürlich erstmal wieder die Sicherheitssysteme hacken. So, einmal gehackt. Sehr gut. Und irgendwas geht hier ab, Leute. Ah, okay, hier ist ein Bot. Ich wollte gerade sagen, was geht denn jetzt hier ab hier? Okay, ich muss jetzt erstmal wieder Sterne machen. Warum müsst ihr irgendwie andere Waffen freischalten noch? So, den einmal weg. Oh mein Gott, Leute. Ja, die haben jetzt so viel Damage abgezogen. Das ist ein bisschen nervig, aber ich muss in den Juwelier rein. Savile war gerade im Juwelier. Savile war gerade im Juwelier, Leute. Okay, dann gehe ich hier hinten in den Dingsladen rein. Ah, okay. Savile war im Juwelier. Das Ding ist, dann gehe ich hier lieber hier rein. Weil er würde jetzt erstmal ein paar andere Sachen machen. Nicht, dass er mich stört. Dann klaue ich hier einmal ein paar Controller. So, guck mal hier. 10.000, Leute. Boah, Bro, wo kommen die denn jetzt alle her hier? Oh Gott, Bro, die nerven ja hier übelst. Ja, okay, hier klaue ich nicht mehr, Leute. Hier klaue ich nicht mehr. Also der ist ja... Der Laden ist ja geisteskrank. Überwacht hier. Ja, der bringt auch gar kein Geld, Bro. Dieser komische Laden hier. Die brauchen halt diesen Tresorschlüssel. Hier kann ich noch ein paar CDs klauen. Oh mein Gott. Okay, Leute. Oh mein Gott, alles geklaut. 135.000. Oh Gott. Bro, 135.000 wieder, Leute. Ich muss es schnell wegbringen. Schnell reinbringen. Wanted Level decreased, ist egal. Wir haben das ganze Stack Geld, Leute. Wir haben das ganze Stack Geld. Boom. Oh my goodness. 135.000. Was wir jetzt nochmal in eine neue Produktion stecken können. In die Minions 2 Produktion. Und da können wir auch nochmal Minion. Guck mal hier. Jetzt machen wir 1170. Als ob Savile das schon vor einer halben Stunde gemacht hat. Niemals. Drill Level 2. Wir können Drill Level 2 kaufen, Freunde. Dann können wir schneller die Bank ausrauben. Kostet 50.000. Okay, das ist aber auch krank. 10 ist gleich mal 2 Geld. Warte mal, Leute. 10 Stück ist gleich mal 2 Geld. Earning Mode. Oh mein Gott. Warte mal, Leute. Ich muss die hier mal 2 ab... Bro, ich muss die hier abschießen, dann kriege ich mal 2 Geld. Was ist das denn? Wie krass ist das denn? Nein, Bro, ich dürfe nicht daneben schießen. Oh mein Gott, okay, warte. Ich muss 10 Ziele treffen, ohne daneben zu schießen. Okay. Oh mein Gott, ich krieg jetzt mal 2 Geld. Aber warte mal, wie viel kriege ich denn jetzt hier? Ja, 3.000 Dollar. Ja, ist okay, Leute. Ist okay. Ist jetzt nicht ultra krass. Aber ich kriege jetzt erstmal ein neues Geschenk. Zack. Neues Geschenk. Okay, wir haben jetzt fast 50.000 Digital Coins. Und die werde ich aber trotzdem erstmal in unsere Minion-Fabrik machen hier. In unsere Minion-Fabrik, die wir gleich bei 50.000 freischalten. Ey, das ist ja so geil. Okay. So, einmal rein hier. Let's go. Und jetzt machen wir nochmal 1620 Dollar, Leute. 1620 Dollar. Vorbei. Junge.
Und da kaufe ich mir jetzt erstmal hier noch eine Workbench. Ich kann jetzt... Nein. Ich kann jetzt Tresore öffnen. Okay, das ist krank, Leute. Das ist krank. Warte mal. Ich brauche Lockpick. Digitaldruck, Leute. Digitaldruck. Okay, wir haben jetzt diesen Lockpick. Und das heißt also, Dings hier. Wie nennt man das, Leute? Ich weiß nicht, wie es heißt. Ihr wisst was. Also, ich denke mal, ihr wisst was. Ich meine halt zum Aufmachen von Tresoren. Und, Bro, wir können jetzt einfach die Tresore öffnen. Und wisst ihr, was da an Geld drin sein wird? Holy moly. Und das werden wir jetzt machen. Ich werde jetzt nämlich hier den Tresor knacken. Und ich bin mal gespannt, was wir gleich an Kohle kriegen. Aber bevor wir das machen, muss ich mir erstmal 3 Sterne holen. Erstmal 3 Sterne, Leute. Dafür müssen wir erstmal hier wieder die Polizisten eliminieren. Ja, Bro, er trifft wieder alles, Bro, er trifft wieder alles. Okay, easy, 2. Okay, easy, easy, easy. Wir haben 3 Sterne. 3 Sterne, Leute. Boom. 15.000. Open. Nein, hä? Open, open, open. Open. Ich hab die... Open. Oh mein Gott. 40.000. 40.000. Im Tresor. Bro, ich hoffe nicht, dass Seville jetzt kommt. Bitte nicht, Freunde. Es dürfte Seville nicht kommen. Das wird unser größter Coup überhaupt. Ich habe jetzt 82.000 schon. Ich glaube, ich hau ab. Leute, ich glaube, ich hau ab. Ich habe 100.000. Ich kann aber noch mehr nehmen. Okay, das wird unser größter Coup überhaupt. Hä? Ich bin rausgekickt. Ich wurde rausgekickt. Ich glaube, wir hatten nicht mehr so viel Zeit. 130.000, Leute. 130.000. Ab in unseren Tresor rein. Sehr gut. Und dann können wir jetzt unten... Ich kann jetzt so viel ausbauen. Ich kann jetzt so viel ausbauen. Okay, warte mal. Ich werde jetzt hier alles ausbauen. Hier haben wir alles ausgebaut. Okay, hier ist alles ausgebaut. So, easy. Hier kommt noch ein Weapon-Rack hin. Okay, wir können neue Waffen holen. Ja, okay, wir haben neue Waffen, Leute. Wir haben neue Waffen, wir haben neue Waffen. Okay, das ist jetzt natürlich hier komplett crazy. Intelligent. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Solarpower. Sehr gut. Und ich sag euch, ich muss mir unbedingt... ich könnte mir C4 holen. Und könnte jetzt wirklich... Ich hole mir C4. Ich hole mir C4, Freunde. Wir gehen jetzt in die Bank rein. Wir gehen in die Bank rein. Ich werde alles wegsprengen. Sag ich euch so, wie es ist. Ich muss aber vorher noch einmal komplett... Armor. Ich brauche neue Armor, Leute. Ich brauche hier neue Armor. Ich brauche... habe jetzt upgradet. Das war jetzt ein bisschen doof gewesen, dass ich das geupgradet habe. Aber es ist ultra wichtig für die Bank jetzt, dass wir mit Full Leben reingehen. Wir haben jetzt 125k Leben. Also nochmal Schild extra dazu bekommen. Und das Geld geben wir auch mal aus hier schnell. Das können wir noch hier ein Sofa holen. Das hier noch holen. Garage. Oh, ich kann sogar ein Auto holen gleich. Warte mal. Wir machen jetzt Auto und Auto. Sehr gut. Boom. Guck mal, hier haben wir... Ich kann es gar nicht fahren. Schade. Ich glaube, das muss ich wahrscheinlich auch noch freischalten. Gut. Wir werden jetzt... Ich kann jetzt ein ATM hacken. Oh mein Gott. Okay, aber bevor wir das machen, müssen wir uns wieder 3 Sterne holen. Ey. Das Ding ist, Leute, die geben mir so viel Damage, diese NPCs. Das ist crazy. Okay, und rein hier, rein hier, rein. Bro. Ey, Bro. Das gibt's nicht, Leute. Junge, das ist ja so crazy. Wie viele... Nein. Nein. Bro. Wie viele Wachen sind hier bitte? Ey. Also das ist ja nicht mehr normal, Freunde. Das ist ja wirklich nicht mehr normal. Junge, hier sind so viele Wachen. Und ich muss jetzt erstmal wieder neu hacken. Oh, das tut gerade echt weh.
dass wir das gerade verloren haben. Ich glaube, da werde ich jetzt nochmal einen kleinen Juwelierbesuch machen. Ey, man hat hier so viel zu tun bei dem Simulator. Bro, das ist krank. Das ist krank. Das ist wirklich also, geisteskrank. Also, das ist heftig, was hier alles gibt. Bro, mich haben einfach gerade die Bots gekillt. Ja, mich auch mal. Ey, Bro, okay. Du wirst da nicht rauskommen, Bro. Du wirst da nicht rauskommen. Bin doch schon raus. Okay, dann warst du bisher richtig lange drin gewesen. Bro, mich haben einfach die Bots gekillt. Ja, das passiert. Hä, wo ist denn jetzt mein Laden, Digga? Ah, ich muss hier lang. Hä, Bro, wie triffst du alles, Bro? Hä? Digga, was hast du für ein schlechtes Aim? Ja, Bro, ich spiel nicht mal mit Controller, Bro. Laber nicht. Hä? Ich schließe gleich Controller an und dann ist wieder Geheule groß, Bro. Jetzt Bro, du bist ja übel kacke. Okay, Leute, ich schließe Controller an. Wartet, warum bist du so schlecht? Ich schließe Controller an, Leute. Wartet kurz. So, Leute, ich habe Controller angeschlossen. Jetzt ist Schluss mit lustig, Bro. Jetzt ist Schluss mit lustig, Leute. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ist mir egal. So. Wenn er diese Spiele spielen will, Leute, ich kann es auch spielen. Ganz einfach. So, wir machen mal kurz hier. Ich hole mal kurz die Coins, um den Drill hier kurz einmal zu erhöhen. Oh, Bro, nein, ich wollte das gar nicht upgraden. Wird er jetzt gleich sehen, was er davon hat, Leute, sag ich euch ganz ehrlich. Wird er sehen, was er davon hat. Ich will jetzt erstmal den Drill upgraden, dass wir... Bro, kannst du mal deine Leute da von der Freundesliste hauen? Die joinen die ganze Zeit ja, nach. Ja, was kann ich denn dafür? Ja, tut mir leid. Bro, den hau die doch von der Freundesliste. Ich check's jetzt nicht. Jetzt spiel einfach. Ist doch... Ja, aber das nervt, machen? Bro. Die ganze Zeit kommt diese Anzeige. Ja, ich muss mir noch was schenken, weil ich wegen dem Gewinnspiel. Bro. Ich kann die jetzt nicht kicken. Ja, dann sagt die so rausgehen und die kriegen nichts. Ganz einfach, hä? Ja, jetzt spiel weiter. Ich muss mich konzentrieren. Ja. Okay, Leute, ich habe schnell das SMG noch geholt. Weil, damit schießen wir hier schnell darauf. Guck mal, wie viel Coins ich gerade mache. Ja, er wird so sehen, Leute. Er wird so sehen. Okay, hier können wir AFK-Zone. Oh mein Gott, okay. Ja, ich brauche unbedingt die 50.000 Coins jetzt hier. 50.000 für den Drill, Leute. Dass ich in die Bank rein kann. Ich sag euch, nee, wisst ihr, was wir machen? Ich werde jetzt Zerbel richtig nerven. Ich werde ihn jetzt wirklich richtig nerven, weil er... Ich schalte jetzt den Drill frei und ich werde ihn die ganze Zeit killen. Ich werde ihn die ganze Zeit gleich killen. Wartet ab. Er hat hier den... also er hat den Spaß hier ohne mich gemacht. So. Ey, wie viel XP man hier auch bekommt, ne? So, 14.000 machen wir hier, glaube ich. Warte mal, pro raufschießen. Obwohl nicht ganz so viel. So, komm. 43.000, Leute. Let's go. 150 Leben. Und das war's, Leute. Drill aktiviert. Oh mein Gott, wir haben jetzt... Guck mal, es geht viel schneller jetzt gerade. Leute, der geht jetzt viel, viel schneller. Und jetzt passt mal auf, was wir mit Cevelino machen. Wir werden uns nämlich hierfür nochmal kurz hier Flowberry Gis holen. So, danke mein bester aller Jutster. Dann werden wir uns unten noch Dings holen. C4 einmal. Yep, C4, dankeschön. So, dann werden wir uns hier noch so ein Lockpick holen. Sehr gut, dankeschön mein bester aller Jutster. Wir haben eh genug Geld. So, zurück. Perfekt. Oh, eine Sniper können wir uns auch holen. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Brauchen wir aber jetzt nicht so. Geld sollte reichen. Perfekt, Freunde. So, da wird jetzt Jagd auf Seville gemacht. Nehmen wir nochmal kurz Munition mit. Dann werden wir hier nochmal kurz einmal... Können wir das hier hacken? So, kann ich das hier hacken? Hä, warum geht das nicht mehr, Leute? Achso, es ist... Oh Gott, das ist gerade gehackt schon. Okay, es ist gehackt schon. Lol, ich bin lost. Okay, gut. Ich gehe jetzt mal zu Seville seiner Base. Wo ist er denn, mein bester Seville? Bro, wie viele Leute sind hier? Bro, ey, diese Bots lasern mich so weg. Es ist der größte Witz. Leute, ich habe schon wieder kein Leben. Guckt euch das an. Die lasern mich so weg. Ich bin einmal AP. Nicht mal Seville hat mich gelasert. Okay, hier ist Seville's Base. Ja, gut, Bro, was soll ich machen? Kann ich hier rein? Nee. Er ist gerade unten, Leute. Er ist unten gerade.
Aber er hat noch nicht so viel freigeschaltet. Ja gut, was soll ich machen? Es ist... Die Bots haben mich gerade one-gelasert. Random. Ganz stark. Und ich kriege ja nicht... Oh nein, ich habe die Maske nicht mehr. Ja, was soll ich machen? Alter, das ist ja cringe, Leute. Das ist ja wirklich cringe. Also ich sag's ehrlich, ihr habt's ja gerade selber gesehen. Das verstehe ich nicht. Also klar, ein bisschen schwierig muss es natürlich sein. Aber dass die einen so weglasern... Holy, holy moly. So, nebenbei können wir hier raufschießen. Warte mal, kann ich da raufschießen? Ja. Also wir können hier drinnen stehen und draufschießen auf das Ding da. Das ist ganz gut eigentlich. Können wir nebenbei hier nochmal... Coins. Warte mal, Healer. Oh! Nochmal extra Leben, Leute. Oh! Okay. Okay, okay, okay. Warte mal, okay. Warum kann ich hier nicht mehr hacken, Leute? Hä? Bro, das ist bei mir verbuggt, Leute. Ich kann hier nicht mehr die Sachen hacken. Ja, ist egal, ich mache jetzt die ATMs hier. Ich mache jetzt hier das ATM, Leute. Claim the throne. Bro, das Problem ist, irgendwas ist bei mir verbuggt. Ich kann keine Geschäfte mehr hacken. Weil ich kann nicht mehr an den komischen Tisch da gehen. Vielleicht muss ich den upgraden oder so, ich weiß auch nicht. Hier, guck mal, ich kann nicht mehr rangehen. Jump to exist, Bro. Ich bin doch eigentlich dann, Alter. Na, egal, ich werde hier oben upgraden. Ich habe eh genug Geld. Erstmal hier alles upgraden, Leute. 350. Oh, das ist aber auch teuer jetzt. Oh, warte mal, wir können oben hinfliegen. Wir können oben hinfliegen, Leute. Okay, wichtig, wichtig, wichtig. Seville fliegt auch hin. Seville fliegt auch hin. Ich versuche ihn abzuschießen. Ey, Bro, diese Bots, Leute. Ich drehe gleich durch. Er fliegt jetzt da oben in die Geheimbase. Aber ich brauche Leben. Ohne Leben wollen wir da nicht hingehen. Oh, ich glaube aber, ich bin viel weiter wie er. Ich sag's euch ehrlich, ne? Ich glaube, ich bin echt viel weiter wie er. Ich hole mir jetzt nochmal mehr Leben hier. Guck mal, jetzt haben wir 150 Leben, Bro. 150, Bro. 150, wir haben jetzt 300 Leben. Crazy, 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 crazy. Okay. Ich bin gespannt, was es da oben gibt. Da muss ja irgendwas heftiges OP geben. Einmal Geschenk mitnehmen. Boom. Hier nochmal dick Coins bekommen. Hier können wir nochmal das Motorrad holen. Cybertruck, 1,5 Millionen. Gute, gute, gute. Munition nehmen wir auch noch einmal mit. Und dann können wir gleich einmal in die Bank einbrechen. Okay, Leute. Und hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Area 51 ist Resetting. Irgendwas kann man da einnehmen. Oh mein Gott, Bro, hier sind Aliens. Bro, hier sind Aliens. Okay, Bro, man kann hier irgendwas klauen, Leute. Man kann hier irgendwas Krasses klauen. Oh mein Gott. Bro, man kann die Waffen klauen. Ja, Bro. Ja, was soll ich hier machen, Junge? Ja, was soll ich machen, Leute? Ich muss runter. Ich muss runter. Also, ist cool. Man kann Waffen klauen. Aber das sind zu viele Gegner. Was soll ich da machen, Leute? Was soll ich da machen? Guck mal hier. Die Gegner machen mich jeder One-Hit. Das ist so krank. Also ich sag dir ehrlich, die Gegner sind zu OP. Welche Gegner? Die Bots. Junge, die machen mich so oft One-Hit. Das Ding ist, ich kann nicht mehr am Computer gehen, ne? Warum? Der ist bei mir verbuggt, der Computer. Ja, ich kann nicht mehr in... Also, wäre geil, wenn du das auch nicht mehr machst, irgendwelche Überfälle.
Ich kann leider nicht mehr... Ich mach gerade eh keine Überfälle. Ich war jetzt nur bei Area 51 halt. Ja, aber ich kann nicht mehr... Dings. Du kannst keine Überfälle machen? Nee, ich kann die Dinger nicht mehr freihacken. Okay, und was ist, wenn du... respawns? Geht's auch nicht? Hast du gecheckt wahrscheinlich schon? Boah, ich kann mal respawn einmal, Leute. Also ich hab ich schon... Ich wollte halt jetzt einmal, um den Leuten zu zeigen, weil ich hab grad einen... Alter, einen Schlüssel bekommen. Also ich habe so einen Tresorschlüssel. Nee, komplett verbuggt bei mir, geht nicht. Okay, weil den Tresorschlüssel wollte ich gerne noch zeigen. Danach würde ich auch keine Überfälle mehr machen. Ja, ist egal, mach ruhig, ist egal. Nee, alles gut. Freunde, ich brauche die Überfälle eh nicht mehr, weil ich jetzt eh gleich in die Bank reingehe. Also, ich werde jetzt komplett, ich habe eh alles freigeschaltet soweit. Ich werde jetzt in die Bank reingehen. Ich sag's euch, wie es ist. Und ich kann mal gucken. Rob the bank to get the final mask. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Ich hol mir das einmal hier wieder. Ja. Okay, wir müssen die Bank ausrauben, Leute. Wie viel hat dein Drill? 84,4%. Okay. Deiner? Meiner 83%. Ah, okay. Ganz knappes Ding. Ja, ich weiß noch, ich habe ein bisschen früher als du bekommen. Ja. Tatsächlich. Leute, ich glaube, er checkt nicht, dass man den Drill upgraden kann. Ich glaube, er checkt's nicht. Okay, das ist aber gut. Das ist aber gut für uns, weil wir werden ihn jetzt nochmal upgraden. Und dann werde ich ihn gleich so einholen. So, komm, hier nochmal 100.000. Nochmal 100.000, Leute. Ich brauche hier noch ein paar. Guck mal, hier Kitchen können wir hier noch freistellen. Was ist denn hier AFK-Zone? Hä? Okay. Okay. Ich glaube, da drinnen kriegt man wahrscheinlich irgendwie Geld oder so. Oder keine Ahnung, was man da bekommt. So. 100.000. Upgrade. Oh mein Gott. Oh my goodness. Wie viel hat dein Drill gerade? 86. Bro, ich habe jetzt 85. Hä? Okay. 86, ich habe jetzt 85,2. Das verstehe ich nicht, Bro. Warum meiner schneller ist wie deiner? Also, dann hole ich dich ja vielleicht sogar noch ein. Mit dem Drill. Ich habe jetzt 87,4 habe ich jetzt. Mhm. So, das passt mit dem Geld. Ja, okay, ich weiß nicht, ob wir hier... Oh Gott, wir kriegen hier nochmal... Oh Gott, das hätten wir... Junge, wir kriegen hier nochmal Digital Coins. Nein, nochmal hier Waffenlieferung. Okay, das ist krank. Ich muss halt jetzt warten, bis ich in die Bank kann. Und dann werde ich wahrscheinlich richtig viel Geld machen, Leute. Also dann werden wir wahrscheinlich komplett geisteskrank Kohle machen. Aber guck mal, wenn ich hier raufschieße, das ist auch nochmal gutes Geld, ne? 86% unserer Drill. Okay, warte. Wir bereiten uns vor. Ich hole nochmal Munition. Weil gleich geht's rein, Leute. Wir bereiten uns vor. So, Munition nochmal geholt. Dann hole ich mir nochmal Blue Life. Maske haben wir. So, warte mal. Blue Life war oben. Blue Life war oben. Zack, zack, zack. Hier nochmal Blue Life einmal bitte. Für $10.000 ist das ja ein Schnapper. Sehr gut, Blue Life. Dann werde ich hier unten... Warte, ich muss eigentlich nochmal C4 holen. Ich sag's ehrlich, Leute. Nochmal C4 holen auch. Und nochmal hier so ein C4. Zack. Und nochmal so ein Dietrich. Dietrich, jetzt bin ich drauf gekommen. Dietrich, Leute, dass wir irgendwas aufknacken können, falls wir den brauchen. So, reicht. Zack. Einen Sniper können wir hier uns noch holen. Boah, Visier noch drauf machen. Boah, das ist aber geil, Leute. Das ist aber nice. Ich überlege gerade... Nee, ich glaube, das lohnt sich nicht. Oder lohnt sich? Nee, es geht eh nicht, Leute. Geht eh nicht. Scheiß auf. Ist egal. Ist egal. Reicht. Reicht. So, 6 Minuten noch. Okay, wir können gleich rein in die Bank. Und dann geht's richtig ab. Ich muss mal kurz gucken hier in der AFK-Zone, was es hier gibt. Nee, hier gibt's aber gar nichts. Doch, warte mal. Oh mein Gott. In der AFK-Zone... machen wir auch nochmal zusätzlich Coins. Aber das ist nicht, also es ist lukrativ, aber das ist lukrativer, Leute. Wenn wir hier raufschießen, ist das deutlich lukrativer.
Okay, wir brauchen eh noch ein paar Minuten jetzt gleich, um den Banküberfall zu machen. Ich gehe jetzt mal nach oben. Boah, ich kann hier leider nicht mehr ran, Bro. Es ist irgendwie verbuggt. Ich check's auch nicht, warum. Warte mal. Jetzt geht's wieder. Es geht. Was ist das jetzt? Bro, es geht wieder. Bro, Hacking geht wieder bei mir. Hacking geht wieder bei mir. Hacking geht wieder. Geht wieder? Ja, yeah, ich habe das einfach geupgradet. Okay, perfekt, Leute. Es geht wieder bei Stani. Hacking geht wieder. Geil, geil, geil. Okay, krass. Ja, das hat mich jetzt nochmal auf Next Level gebracht, Leute. Das hat mich jetzt nochmal auf Next Level gebracht. Ich glaube, ich mache nochmal... ich wollte Seville ein bisschen ärgern gehen. Ich glaube, wir gehen jetzt Seville nochmal ein bisschen ärgern. Ich werde jetzt hier noch erstmal ins Space Room holen. Für 200.000. So, Best Room. Und dann werden wir jetzt einmal Seville ärgern gehen. Ich guck mal, ob Seville ein paar Überfälle macht. Falls er ein paar Überfälle macht, werden wir ihn mal besuchen. So, hier hoch, Leute. Hier hoch. So, mal gucken, wo Seville ist, Leute. Mal gucken, wo Seville ist. Wenn er hier kommt, Bro, hier rauskommt, ich werde ihn direkt killen. Junge, ich werde warten, bis er... Leute, ich sag euch ehrlich, so werden wir was machen. Wir warten, bis Seville was überfällt und dann werde ich ihn killen. Ganz einfache Geschichte, Bro. Ich muss nur gucken, warten, bis er da rauskommt. Aber er ist niemals so weit wie ich, Leute. Ich sag's euch ehrlich, er ist niemals so weit wie ich. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Okay, so, warte mal. Ich hole mir jetzt erstmal meine 3 Sterne wieder. Sehr gut. 3 Sterne haben wir. Bro, er kommt da auch nicht aus seiner Bude raus, ne? Also er kommt da auch nicht raus. Das ist natürlich peinlich. Jetzt kommt er raus, Leute. Jetzt kommt er raus. Er ist da oben gerade am sein Geldschwein. Okay, er farmt noch ein bisschen Geld. Gut, okay. Soll er machen? Ich gehe so lange im Juwelier rein. Okay, wir gehen so lange ins Juwelier rein. Zack. Bro, ich klaue hier einfach alles. Ich klaue jetzt hier einfach alles. Bro, wir machen so viel Kohle jetzt hier. Guck mal, was wir hier an Geld machen. 15.000, 45.000 plus. Easy. Seville ist down. Okay, er wird jetzt kommen, Leute. Ich muss weg. Bibi! Ja, alles gut. Ich hatte eh nichts in der Hand. Bro! Oh, Baby Seville ist down gegangen. Das war auch gar nicht so schlimm. Ich hatte eh nichts. Ja, aber... Bro, das war ja trotzdem schade gewesen. Dass du da down gegangen bist. Geht. Geht. Ne? So schlimm war es nicht. Ja, ich fand's schade, Bro. Ich gehe jetzt gleich in die Bank. Wie viel hat dein Bohrer? 98,2. Okay, ich habe 96,4. Also ich bin auf jeden Fall Fodi in der Bank, aber mal gucken. Ja, aber du musst ja trotzdem den Tycoon vorher abschließen, mein Bester, allerjudster. Okay, Leute, ich will jetzt auf jeden Fall das Seville nochmal killen, weil er mich eh geärgert hat. Deswegen werden wir jetzt nochmal Vorbereitungen machen. Bro, ich habe eine Idee. Freunde, wir warten, bis Seville in die Bank reingeht. Ich werde ihn killen. Ich werde ihn komplett killen. Das wird mein Plan sein. Wir werden ihn jetzt so hochnehmen. Er wird in die Bank reingehen und ich werde ihn eliminieren. Weil er hat mich heute sehr, sehr krass geärgert, Leute. Er hat mich sehr, sehr krass geärgert. Dass ich ihn jetzt auch zurückärgern werde. So, hoch hier. Okay, easy. Seville da noch im Laden? Nee, ne? Einmal weg hier mit denen. Geht der jetzt zur Bank oder was? Also er kommt. Okay, er ist in der Bank, Leute. Er ist in der Bank. Bro, was?
Okay, Leute, let's go. Bro, du hast so ein Glück gehabt, Bro. Du hast so ein Glück gehabt. Ja, toll. Wenn du jetzt kommst, bin ich eh down. Toll. Ja, ich komm jetzt auch. Ich komm jetzt auch, Bro. Digga. Ich hab dir gesagt, Bro, spiel nicht das Spielchen mit mir, beim Beste aller Jutzer. Spiel. Hier ist ja was zum Healen. Nice. Okay. So, Freunde, zack. Zack, zack. Oh. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du da rauskommen willst, Bro. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du da rauskommen willst. Warum? Ja. Okay, viel Spaß, Bro. Viel Spaß. Alles gut. Alles gut, Warum Bro. Warum sind das so viele, oder was? Also, ich bin gerade kurz reingegangen, Bro. Ich wurde gewonshottet. Was? Ich wurde gewonshottet. Bro, ich habe gerade auch nur noch 6 HP, Digga. Ich bin gleich instant down. Oh, ich warte jetzt, bis der Wall kurz aufgeht, kurz davor. Dann komme ich rein, Bro, und hole mir schon den ganzen Loot. Danke, dass du mir die Arbeit gemacht hast, mein Bester. Kein Problem. Danke, du. Okay, jetzt müssen wir schlau spielen. Digga, wie viele Leute sind hier, Alter? Hä? Da! Alter, ein Schuss und ich bin down. Eine Minute muss ich noch überleben. Leute, ich warte einfach, bis er hier runterkommt, Bro. Ich warte, bis er hier runterkommt. Ich kann da irgendwie nicht hoch, Leute. Ich glaube, ich kann nicht hoch, weil er schon oben ist. Ich warte jetzt, bis er runterkommt. Aber wie soll ich da raus? Wie soll ich da raus? Oh, es ist... Viel Spaß, Sevelino. Leute, ich weiß halt nicht, ob er hier durch kann. Das könnte halt sein. Wisst ihr, was ich meine? Dass das quasi so der Ausgang ist, aber... Und wenn er da runterkommt, ich werde ihn direkt killen. Er wird so heulen. Ja, das ist eine gute Frage. Digga, wie... Alter, was? Bro, ich bin jetzt im Tresor drin, aber... ich bekomme 100.000, ja. Ja! Bro. Bro, er kommt hier gleich runter, Was gehen? Ja, du bist ja down. Ja, meine ich ja. Wie soll das gehen, bitte? Ja, das ist schlecht. Digga, also... Das ist gefühlt unmöglich. Das ist schlecht. Leute, ich glaube echt, Bank ausrauben bringt gar nichts. Ihr habt gesehen, wie viele Leute da waren. Ich sag's euch hart auf hart. Ich glaube, das bringt Real Talk nichts. Also, da gebe ich lieber das Geld hier aus, um den Tycoon fertig zu bauen. Und hol mir damit hier, guck mal, hol mir damit hier lieber bessere Waffen. Und kann damit hier schneller farmen. Guck mal hier, wie schnell ich jetzt farmen kann. Ich glaube, das bringt Real Talk nichts. Also Banküberfall ist zwar nice, aber es sind zu viele Gegner. Ihr habt es ja selber gesehen. Ich habe 400.000 jetzt hier noch an Geld. Kitchen hier noch. Study Room, okay. Balkoni, dann haben wir eigentlich gleich alles durch hier. Ich brauche nur den Cybertruck, 1,5 Millionen. Aber ich bin auf jeden Fall vor Seville. Freunde, ich werde jetzt hier erstmal extrem viel Geld farmen. Ich glaube, das hier bringt am meisten. Ich sag's euch so, wie es ist. So, Leute, ich habe jetzt hier gut gefarmt. Das ging relativ schnell. Habe jetzt nochmal 600.000 Coins. Kann mir jetzt hier den Study Room holen. Bedroom fehlt noch. 350.000, okay. Easy, aber haben wir auch gleich. Also... Ich sag euch, mit darauf schießen mit der Waffe hier, das geht so schnell. Also wir machen mehr Geld, das ist halt ein bisschen unlogisch leider. Wir machen hier mehr Geld als bei Überfällen. Das ist halt echt komisch, ne? Hier, Bedroom, haben wir jetzt auch gekauft. Perfekt, ist jetzt auch fertig. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Balkoni und der Cybertruck theoretisch. Und dann noch ein Dach. Aber, Bro, das haben wir halt eigentlich relativ zügig. Oh, warte mal, ich habe sogar eine Idee. Wie viel Geld wir hier mitmachen. Ja, also ich werde das jetzt hier schon noch schnell freischalten, Leute. Das wird geisteskrank. Bro, du hattest 1,6 Millionen von der Bank. Ja. Oh mein Gott, okay, das ist crazy. Ja, aber da sind natürlich einige Wachen vorne. Habe ich jetzt noch diesen Boost von mal 2? Nee, ja, dann komme ich ja nicht raus. Ja, Leute, ich sagte euch ehrlich, klar, die Bank bringt zwar viel Kohle, aber Bro, da sind so viele Wachen. Also ich habe vorher, glaube ich, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, reinzugehen. Vielleicht mit Heal, Bro. Ich muss unbedingt Heal mit rein. Ich hole Heal und dann probiere ich auch mal reinzugehen.
Aber mit Seville dann noch an der Seite, das wird halt sehr, sehr eklig werden. Und die Bank wird jetzt auch resettet. So, einmal hier. Dann werden wir uns hier noch einmal komplett aufboosten. So, einmal komplett aufboosten. Aber ich sag euch, das wird eh nichts. Wenn Seville da reingeht, ich da reingehe, das könnt ihr komplett vergessen. 150 Leben. Hier unten ist auf jeden Fall alles durchgekauft. Das ist nice. Ja, hier können wir nichts mehr durchkaufen. Da hinten ist auch alles durchgekauft. Okay, easy. Ich werde probieren, übers Dach in die Bank zu gehen. Oder, Bro, ich sag euch ehrlich, ich werde Seville richtig nerven. Ich werde auf dem Dach warten. Ich zeig's euch. Warte. Ich zeig's euch. Trick 17, Bro. Trick 17. Okay, ich bin oben. Oh, wir haben so viel Geld. Wir haben 1,6 Millionen von der Bank geholt. Hast du 1,6 Millionen von der Bank geholt? Ja, ja. Hast du alles gekauft, oder was? Nee, noch nicht. Ich guck jetzt mal, was ich damit alles kaufen kann, aber ich glaube nicht, dass ich durch bin. Hast du nicht geschafft bei der Bank? Doch, ich bin jetzt auch gerade drin. Ich hole jetzt das Geld. Digga, Cyberchuck kostet 1,5 Mio. Ist das das Einzige, was dir fehlt? Ich guck gerade. Rooftop? Nee, Digga, es gibt noch mal was da oben. Warte mal, Bathtub. Hast du unten alles? Nee, noch nicht. Ja, Digga, es gibt noch oben was, Alter. Ja, hast du unten im Keller alles? Nee. Was fehlt dir da noch? Aber ich weiß nicht auswendig, aber mir fehlt auf jeden Fall noch einiges. So ist es nicht. Okay. Also ich bin noch nicht durch. Ja, ich sag dir ehrlich, Digga, Turret, Digga. Ich habe jetzt ein Turret hier oben. Okay, das ist gut. Ja, aber gut, bringt mir jetzt auch nicht viel. Ja, ich gehe jetzt in die Bank, ich hole mir jetzt noch was Geld, dann habe ich eh alles. Also, mir fehlt... Unten fehlt mir, glaube ich, noch was. Also oben habe ich alles. Ja, musst du... Hey, konntest du aber gerade nicht in die Bank gehen? Doch, aber vorne war alles voll. Also. Ja, mir fehlt jetzt nur noch der Cybertruck, dann muss ich jetzt kurz unten gucken, ob ich alles hab. Leute, ich warte jetzt, bis Seville in die Bank geht. Und dann werde ich ihn killen, Bro. Werde ich ihn killen mit der Beute. Und dann werde ich mir die ganze Beute holen. Okay, mir fehlt nur noch... Water System fehlt mir. Ah, das hast du auch noch nicht, okay. Water System fehlt mir. Ja, musst du mir nochmal die Bank ausrauben, mein bester aller Jutster. Muss das sieht, glaube ich, vielleicht danach aus, ja. Das sieht ja nicht gut für dich aus. Okay, Freunde, ich sag euch, ich werde... Aber das Ding ist, warte mal. Er wird wahrscheinlich unten lang gehen dann zur Bank. Okay, guck mal, er geht jetzt da rein. Nee, ich kann in die Bank nicht rein. Warum? Ist verschlossen. Hey, bist du in der Bank drin? Bro, hä? Bist du in der Bank drin? Bro, wie hast du mich gerade gekillt, Bro? Ich hab dich halt abgeschossen, eben. Na, Bro, ich hab jeden Schuss getroffen. Welche Waffe hast du? Ich hab eine epische AR. Hä? Ach so, du hast die Waffen noch nicht? Doch, ich hab die, Bro. Ich hab die, aber... Bro, ich hab grad... Hä? Bro, ich hab grad jeden Schuss getroffen. Hä, haben mich gerade die Bots abgeschossen? Ey, ich sag euch ehrlich, Leute. Für mich war's das, Bro. Für mich war's das, sag ich ganz ehrlich, Bro. Ich probiere jetzt hier nochmal in die Bank reinzugehen. So, und ob wir das hier, also das ist ja komplett, das ist so verbuggt bei mir. Irgendwas ist komplett verbuggt bei mir, sag ich ehrlich. So, wir gehen jetzt hier in die Bank rein. Hier ist die Bank. Die ist verschlossen jetzt, ja super. Bro, Bank ist verschlossen jetzt. Ja, stark, Leute, stark. Bro, Bank ist verschlossen jetzt, ne? Man kann nicht mehr rein, ne? Nee. Boah, Digga, das ist nicht gut. Das Bro, ist ja Bank komisch. Ist halt Spieltalk zu. Man kann nicht mehr in die Bank. Das ist komisch. Okay. Dann Leute, ich probiere das nochmal mit dem Hacking hier, ob das vielleicht geht dann. Ob die Bank dann offen ist. Ich probiere das jetzt nochmal. So, wir gehen mal rein. Bank. Nee, geht auch nicht. Ja, Bro, ich breche ab. Warum? Bro, wenn man nicht mehr in die Bank reinkommt. Ja, aber wir können es trotzdem fertig machen. Bro, ich habe alles freigeschaltet schon. Außer den Cybertruck. Ja gut, dann hast du nicht gewonnen.
Wieso nicht, hä? Natürlich, ich hab alles. Ja, du musst ja alles fertig machen. Ja, Bro, das ist nur noch eine Sache. Du kannst ja viel Geld machen mit den Skiständen. Nee. Wir brauchen... Also mit den Skiständen machst du übel viel Geld. Ja. Falls du es nicht wusstest. Ich weiß. Ja, also. Wir haben es ja gleich durch, Digga. Aber nach dem Cybertruck, warte mal, Leute. Guck mal, ob du alles unten hast. Evil Weapon hast du auch schon? Ja. Ja, hab ich auch noch nicht. Ja, da hast du gewonnen, Bro. Glaubst du? Ja, du hast gewonnen. Also ich habe unten alles, aber oben fehlt mir noch die Evil Weapon und so. Aber okay. Bro, bei mir war halt, ich muss halt mit Controller spielen, weißt du, wenn du so eine ehrenlose Aktion abziehst. Also Bro, ich werde dich jetzt noch jeden... Was, ehrenlose Aktion? Nein, ich werde dich jetzt jeden Tycoon noch killen, ich schwör auf alles, Bro. Hä, warum, was habe ich denn gemacht? Ich werde dich jeden... Ich hab dir einmal Geld geklaut, das war's. Ja, ich werde dich jeden Tycoon noch killen. Bro, wie oft hast du mir Geld geklaut? Dreimal, zweimal. Digga, was willst du jetzt? Bro, S-Kunden, hä? Bro, wie viel Damage macht deine Waffe? Hast du die irgendwie geboostet oder so? Bro, hast du dreimal Damage dir gekauft? Nee. Ja, du hast auch nicht die Masken benutzt, oder was? Bro, er hat die Masken, deswegen... Bro, deswegen macht er mich die ganze Zeit fertig. Stimmt, wegen dieser Gammelmaske, Leute. Hä? Wie spielst du den Tycoons? Checkst du überhaupt noch was? Hä, aber hier gibt's ja keine Triple-Damage-Maske. Doch, die letzte. Aber die hast du doch gar nicht auf, doch. Bro. Doch, die habe ich. Ja, okay. Hier, ganz rechts. Ja, Leute, Stable hat gewonnen, aber ich werde nächstes Mal direkt mit Controller spielen. Dann würde er nicht so eine Faxe machen, Leute. Das war's gewesen. Tschüss.